So. Ah, Moment, hier fehlt noch eine kleine Sache. Eine kleine Sache fehlt ja noch. Das ist ganz wichtig. Moment, ich wechsle mal kurz mal auf einen anderen Layout. Aus einem folgenden Grund. Erstmal Kapuze absetzen. Kannst du die Nummer noch mal ein Stückchen weiter nach rechts verschieben? Einen Augenblick bitte. Das ist ja erstmal noch so der alte. Ich brauch's mal, wo ist hier meine Kamera? Kamera. Stimmt, die hab ich ja hier. Leute, es geht mal wieder sehr gut los in einem neuen Stream. Leute, wir sind professionell, Junge. Drei Leute online, da immer ihr seid. Alles Gute zum Geburtstag. Wir haben heute ein Spezialprogramm für euch. Aber sowas von. Ein Geburtstags-Saturday-Special. So, in dem Sinne. Ja, heute mal Samstag findet ihr uns beide mal hier wunderbar. So, bin ich erstmal diese beiden Sachen ein. Ah, das ist schön. So, lass uns das hier. Bam. Tada. So. Ah. TikTok, a tale of two. So, in der Hinsicht. Ja. Also, Herr Paranoia, können Sie die drei noch etwas nach rechts verschieben? Das ist ja auch ganz schön dreist. Ja. Ungefähr so, weil weiter geht's nicht, sonst wird es halt eben dann voll in den Chats damit drin sein. Warte, ist noch nicht aktualisiert? Dauert noch ein bisschen. Spitzenleitung, willkommen in Deutschland. Das Problem ist, da oben steht, tippen Sie, um die Stimmschaltung aufzuheben, und dann sehe ich die drei nicht. Aha. Okay, ich glaube. Ich kann auch ein bisschen herum. Experimentieren. Vielleicht neben dem roten Ding, dann sehe ich sie. Bam. Ich hätte die jetzt mal ganz nach unten hingeschoben. So. Das wäre aber dann jetzt hier das Maximum. Dafür ist natürlich halt eben dann jetzt hier der Chat jetzt ein bisschen, eingequetscht. Ja, das ist gut. So, also mal kurz mal testen hier. Blablabla. Bam. So, Text fertig. So, also Leute, dann begrüßen wir euch erstmal hier zu TikTok, A Tale for Two. Erkläre doch mal bitte, wie wir eigentlich jetzt bitteschön genau zu diesem Spiel gekommen sind. Wir haben ihr kennt ja unsere Abenteuer bei We Were Here Together und We Were Here Two, und das war einfach nur episch, das wisst ihr, ja. Und für uns auch. Jedenfalls, dann habe ich einfach eingegeben, Games like We Were Here Two, ja, also wo man zu zweit ein Rätsel lösen muss, zusammen, Escape Room und sowas. Und dann kam ich auf das Spiel, da hat uns das gleiche gegeben, hey TikTok, A Tale for Two. Escape Room. Kann ich wärmstens hier, also wärmstens empfehlen, das macht riesen Spaß. So ein Escape. Ja, ich weiß. Macht riesen Spaß. War ich ja letztes Jahr in Berlin. Ja. In The White Cubic Room, so nennt sich der. 60 Minuten, hast ja regulär Zeit. Wir dachten, okay, komm, machst du es so. Letztendlich hat man so 38 Sekunden noch übrig gehabt, bevor die Zeit ablief. Weil wir das geschafft? Ja, doch, wir haben das geschafft. Aber an einem verkackten Rätsel, also Rätsel war es nicht, sondern du hast ein Spielauto, was dann eben per Fernsteuerung zu bedienen war. Allerdings war natürlich die Person mit der Fernbedienung in einem ganz anderen Raum, und man musste natürlich halt eben dann koordinieren und sagen, wo ist denn eigentlich gerade die, das Auto. Und man hat zumindest gedacht, weil quasi eine Wand so eine Beule hatte, man konnte ja nur durch ein kleines Guckloch sehen, hast du die ganze Zeit gedacht, das Auto muss mit voller Möhre gegen diese Beule dort fahren, um dann quasi dort etwas zu aktivieren. Sowas von witzig, weil wir dann später rausgefunden haben, an der Rückseite des Autos war ein kleiner Schlüssel dran. So, da haben wir, ich glaube, so 5, 6, 7 Minuten nur für dieses kleine Rätsel investiert. Aber hat riesen Spaß gemacht. Kann ich wärmstens empfehlen. Ja. Ja. So, wollen wir es mal probieren? Wir wollen es mal probieren. Also, stimmt, Moment, ich muss erstmal bei mir noch ein Screen noch mit hochschieben. So, das Ganze wird natürlich so ablaufen, wie es quasi auch bei We Were Here mit der Fall war. Also, die Theologie könnte ich gerne auch hier auf YouTube euch gerne mit anschauen. Ich habe bei mir zwei Monitore, währenddessen bei mir auf dem linken, ich gucke natürlich halt eben auch jetzt hier auf den linken, seht ihr auch so schön in der Kamera, da habe ich ja einen Streamlabs, und da wiederum waren noch vor einigen Augenblicken noch beide Screens. Meinen und natürlich ja quasi von Dirty Hands, der dann hier auf der rechten Seite ist. Währenddessen ich auf der linken Seite hier, sieht man so schön an der Maus, so hin und her wackel. Ich habe bei mir jetzt den Screen hochgeschoben, das heißt, ich sehe nicht, was er hat. Er wiederum sieht natürlich auch nicht, was ich gerade mache. Ich sehe den Chat, ich sehe die zwei und ich sehe meinen eigenen. Ja, genau, er sieht nur den Chat. Er sieht nur die Ziffer der Zuschauer, die gerade mit da sind. Also alles Gute zur Geburtstag für die gerade reinkommen. Ja, alles Gute.
Und das bedeutet, ihr als Zuschauer, ihr seht natürlich beide Screens. Ihr könnt uns nicht dann sagen, Alter, wie dämlich sind die denn, bitte schön, oder was auch immer, keine Ahnung. Okay. Ja. Wir wissen ja noch nicht, um was es überhaupt geht, wie ja. dieses Spiel überhaupt zu spielen geht. Und ja gut, wie lange wir überhaupt dann hier dran sitzen werden. Die meisten haben es geschafft in 1-2 Stunden. Wir machen heute so bis 20:30, mal sehen, wie weit wir kommen. Ja, so ungefähr. So, bist du bereit? Ich gehe mal auf Start. Ja, ich gehe auch mal auf Start. Also ich bin Spieler 2. Ja, gut, mal sehen. Ein Abenteuer für zwei Spieler alleine zu spielen ist nicht möglich. Jeder hat sein eigenes Gerät und man kommuniziert direkt über Telefonchat miteinander, um Rätsel zu lösen. Eine Internetverbindung für dieses Spiel ist nicht erforderlich. So, außerdem sollte man nicht auf den anderen Bildschirm schauen, seht ihr? Moral, schon mal mit erfüllt. Was man aber mal nicht weiter oder braucht Hilfe, kann ein Blick nicht schaden. Nee, wir gehen hier voll in den Hardcore-Modus. Kommst du in die Story? Moment. So, man kann klicken, ziehen, drehen und das Mausrad benutzen, um die Welt zu erforschen. Jupp. Wer empfiehlt das Discord verwenden? Schleichwerbung. Ah. Gut, also du bist Spieler 2, ich bin Spieler 1. Gut, achte darauf, dass dein Mitspieler Spieler 2 ist. Ja, Spielbeginn. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage. Das kommt, denke ich mal, noch. Ich stelle mal die Frage auch. Woher da wissen wir, dass ich mit dir verbunden bin? Ja, eben, weil. Also, mach einfach weiter. Okay, so, heute haben wir du und deine Partner seltsame Pakete bekommen, die beide eine alte Uhr enthielten. Man möchte schon mal ein bisschen vorlesen. Ah, ich kann das hier anklicken. So. Lieber Spieler 2, ich habe dir eine Uhr geschickt, um deinen Partner, falls ihr spielt, mal zu sehen, Vergangenheit denkt. Was muss ich machen? So, spiele mit einem Partner und sagt euch gegenseitig, was ihr lest und seht. Falls ihr meine Schwester findet, sagt ihr, dass ich sie vermisse. Amalie. Okay, Schwester von Amalie. Amalie vermisst dich. Ach. Verstehe. Ich kann quasi hier hoch, also mich hoch und runter bewegen. Okay. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du jetzt genau das gleiche siehst wie ich. Ich habe jetzt quasi bei mir hier eine Radiouhr mit Saturday 10-10-2020. Hab ich auch. Sehe ich bei mir, eine Büroklammer, ein Zettel mit hier lieber Spieler 1 und so weiter. Und wenn ich quasi nach unten gehe, sehe ich quasi hier eine alte Uhr. Amalie, 1915. Ach so, ach. Ich muss sie anklicken. Okay. Bei mir steht was anderes. Okay, also ich kann jetzt bei mir quasi das Gehäuse öffnen. Okay. Hast du eine Uhrzeit irgend... Warte mal, was habe ich hier? Ach, Moment, ich habe quasi hier einen Zeitunterschnitt, ein weiteres Verschwinden. Ach, und hier steht ja auch so, ihre Schwester Amelie erzählte uns, sie hätte sie zuletzt um 10.30 Uhr gesehen. Okay, soll heißen, ich stelle bei mir die Uhr auf 10.30 Uhr ein. Hast du bei dir irgendeine Uhrzeit? Ja, warte, erstmal. Ich hab auch einen Teil des Zeitungsausschnittes. Ja? Lies mal dein vor, die Überschrift. Okay, ein weiteres Verschwinden. Erschüttert unseren Ort steht bei mir. Ah, okay, ich lese bei mir mal die zwei Textabsätze mal durch. So. Lerke, das jüngste Mitglied der bekannten Uhrmacherfamilie, wird seit gestern als vermisst gemeldet. Ihre Schwester Amalie erzählte uns, sie hätte sie zuletzt um 10.30 Uhr gesehen. Verständlicherweise bekümmert, korrigierte sie später ihre Aussage und meinte, es müsste eineinhalb Stunden später gewesen sein. Okay, da war schon mal erster Hinweis. Warte, also bei dir ist es 10.30 Uhr, ja? Ja, 10.30 Uhr und dann eineinhalb Stunden später. Also 12 Uhr Mitternacht? 12. Okay, 12 Uhr. Kontakt? Sollten Sie etwas Ungewöhnliches gehört haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Okay, also stellen wir jetzt alle auf 12 Uhr. Ja, also ich habe jetzt auf 12 Uhr Mitternacht eingestellt. Also regulär 12 Uhr. Ob das jetzt Mitternacht oder jetzt Mittag ist, ist ja bei der 12-Stunden-Uhr ja nicht von großer Relevanz. Die Uhr, die... Ach, okay, verstehe. Du musst quasi oben an den kleinen Zahnrad noch mitdrehen. Und dann bin ich jetzt in dem Spiel jetzt drin. Kapitel 1. Warte. Ich... An den Zahnrad... Ja, du, also ich habe bei mir quasi oben... Ah Uhr, ja, ich hab's auch, danke. Ah, weil ich habe mich jetzt schon gefragt, bewegt sich, also tut sich jetzt irgendetwas? Nee. Okay, Kapitel 1. Dies ist eine Kopie, die ich von der Welt gemacht habe, die Lerke und ich kannten. Lerke verschwand im Jahr 1937, aber es begann alles Jahre zuvor. Aha. Okay, 1927. Warte, was kommt bei mir? 1927 auch, ja, Baby. Okay, ich bin jetzt gerade hier bei einer Bushaltestelle. Ich auch. So, ich sehe natürlich jetzt hier die Uhr, Mitternacht. Okay, ich kann mich erstmal hier umbewegen. Okay, ich sehe ein Haus mit Raffens Uhren, also quasi, wenn ich mich nach links bewegt habe.
Ich habe noch einen Brunnen in der Nähe. So ein komisches Haus und die Bushaltestelle, wo steht Neustart und so. Ich glaube, das ist unsere Zeitreisekonsole. Ja, ich habe auch hier einen Brunnen, hast du recht. Dann habe ich hier noch ein reguläres Haus und dann hier, genau, Neustart. Also, so. Ich gehe mal den Brunnen runter, ja? Warte, ich habe hier zumindest. Ach so, ich kann ja hier mit dieser Schalttafel bei der Bushaltestelle kann ich interagieren. Das sehe ich bei mir in der Lokomotive links unten. Ich habe eine Schalttafel im Brunnen. Da ist ein. Ja, wie schreibe ich das? Soll ich auch mal in den Brunnen? Ja, geh mal in den Brunnen, ja. Paranoia, kommen Sie runter in den Brunnen. Vor allen Dingen, was mir gerade auffällt. Gerade eben war die Uhr noch auf 12 und jetzt haben wir es dort 11. Die ist gerade um eine Stunde zurückgegangen. Okay. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Ach, okay, gut. Ich simuliere quasi so klettern. Okay, so eine Schalttafel. Okay, wir müssen also irgendeine Art Kombination hier eingeben. Was hast du da für. Schreib mal deine Tafel. Okay, ich habe. Obere Reihe links habe ich quasi einen nicht ausgefüllten Kreis. Okay, warte, das schreibe ich mal auf. Ja? Stimmt, wir müssen eigentlich auch solche Notizen machen, fällt mir gerade auf. Also du hast zwei. Ich hab zwei Reihen. Ja, ich habe quasi zwei Reihen mit drei Bildern pro Reihe. Okay, dann machen wir erstmal so eine Art 2x3-Tabelle, ja? Ja. Ich hätte mir wirklich wieder was zum Schreiben. Habe ich vielleicht. Was machst du? Du kannst das nicht spielen, nicht ohne Stift und Papier spielen. Wir brauchen wieder Pläne und Scanner und sowas. Das ist das Hören. Guck mal, hat bei Bubia hier doch auch funktioniert. Also, fast. Guckt euch unbedingt hier das Brückenrätsel von We Are Here Together an, ihr wisst Bescheid. Guckt euch das Elektrorätsel an von We Are Here, ja? Das Elektrorätsel! Und auch das letzte Rätsel mit den Rittern. Ja, guckt euch das an, da wisst ihr Bescheid. Das hat uns zerstört. Ja, das hat uns. Ja. Okay, so, ich mach bei mir erstmal ebenfalls hier so eine kleine Schalttafel. Okay. Also, ich beschreibe erstmal in der Zwischenzeit weiter. Also. Ich wiederhole nochmal, links oben, das erste Bild ist quasi ein nicht ausgefüllter Kreis mit einem Stab. Also, Seifenblasen, also wisst ihr. Also so wie ein Lutscher. Ja, genau, so ein Lutscher, ja. Also nicht ausgefüllter Lutscher, sagen wir es mal so. Gut, in der Mitte habe ich genau dasselbe Symbol. Und rechts wiederum habe ich einen voll ausgefüllten Lutscher oder Luftballon. Also der ist ja komplett ausgefüllt. Habe ich mir jetzt aufgemalt, ja. Gut, unsere Reihe, da habe ich quasi ein Viereck. Auch wieder mit so einem Strich? Ja, eben, also quasi alle Bilder haben quasi einen Strich unten. Okay, es ist bei mir auch so. Okay, ja. So, das Viereck, das ist nicht ausgefüllt. Dann habe ich quasi ein Dreieck, nicht ausgefüllt. Ja. Also mit der Spitze auch nach oben. Und als letztes habe ich dann quasi dasselbe Bild wie auch rechts oben, quasi einen ausgefüllten Lutscher. Okay. So, das sehe ich bei mir. Was siehst du bei dir? Ich habe oben ein ausgefülltes Dreieck mit Strich. Ausgefülltes Dreieck mit Strich, ja. Dann oben Mitte ein ausgefülltes Viereck mit Strich. Ausgefülltes Viereck mit Strich, ja. Dann oben rechts ein leeres Dreieck. Leeres Dreieck, okay. Dann unten links leeres Dreieck. Also die haben quasi auch bei dir alle einen Strich. Genau, ne? Ja. Dann unten Mitte Viereck leer. Unten Mitte Viereck leer, ja. Unten rechts auch Viereck leer. Okay, was können wir denn jetzt damit machen? Ich habe aber an drei Dingern nur einen Knopf. Ah, ja, ich habe bei mir ebenfalls einen Knopf. Okay, warte mal. Wenn ich den Knopf drücke, pass mal auf, was da passiert. Da wechselt das Symbol. Lass mich raten. Ich darf deine Symbole eintippen und du musst meine Symbole eintippen. Warte, wir können da bloß drei ändern. Ach. Stimmt, ja. So. Okay, gut, vergiss mein Gedanke. Warte, was sind die Knöpfe? Also ich habe bei mir, links oben habe ich einen Knopf, ja. Rechts oben und in der Mitte unten. Ja, jetzt pass mal auf. Ich habe genau an den anderen Stellen einen Punkt. Das heißt, wir können ein Bild zusammen machen, deins oder meins. Okay, jetzt stellt sich nur die Frage, entweder spielt es dann hier keine so großartige Rolle oder vielleicht müssen wir zweimal das Ganze machen. Also einmal meins und einmal deins. Ja, jetzt habe ich aber meins schon komplett. Okay, warte mal. Kannst du deins wieder zurücksetzen? Nee, eben nicht. Okay, dann Warte, vielleicht rausklettern, vielleicht finden wir einen Hinweis, wie das richtig aussehen muss. Das ist bestimmt bei dir und bei mir falsch. Zu einfach. Okay, kurz gehen wir nochmal raus.
Bam, 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 bam. Ich kann mir nicht vorstellen, weil... Das könnte ich mir jetzt nicht so einfach vorstellen. Okay, okay. Ach so, jetzt habe ich im Übrigen auch das Rätsel mit dieser Uhr gelöst hier bei der also bei der Haltestelle. Wenn du quasi dich nach links drehst, einmal komplett, dann drehst du quasi die Uhr um eine Stunde zurück. Drehst du dich allerdings nach rechts. Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt auch. Pass mal auf, da gehe ich jetzt. Ich drehe es jetzt zurück und gehe nochmal in den Brunnen rein. Also, das heißt, von der Haltestelle, wie viel spät ist es jetzt bei dir? Oh Gott, jetzt haben sich die Symbole alle geändert. Das hört sich mal übelst toll an. Leute, vielleicht, vielleicht nächsten Freitag, ja. Das fällt aus, mein Freundchen, das fällt aus. Okay, warte mal, bei mir sind die Symbole gleich geblieben, alle gleich. Ach, warte mal. Ja, du hast ja auch nichts geändert. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, also ich vermute jetzt mal etwas. Und zwar, also ich kann jetzt mit dir meine Vermutung erzählen, währenddessen ich das auch mal gegenprüfe. Und zwar, geh mal wieder zurück zur Bushaltestelle, sodass du dann genau um 12 Uhr Mitternacht dort bist. Okay, warte, 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 da musst du so lange drehen, bis es um 12 ist, ja? Ja. So, meine Vermutung ist jetzt zumindestens, okay, gut, dann vergiss meine Vermutung, die hat sich jetzt somit erledigt. Weil meine Vermutung war jetzt zumindestens, ich bin ja quasi von der Bushaltestelle ja zweimal nach rechts drehend und dann habe ich Ja? bei mir den Brunnen gehabt. Und da habe ich natürlich dann bei mir die Symbole vorgefunden, die ich auch jetzt mit vorfinde. Also die identischen. Und da bin ich jetzt quasi davon ausgegangen, wenn du quasi wieder 12 Uhr Mitternacht jetzt wieder mitgehst und halt eben dann zwei Runden nach links gehst, dass du dann vielleicht andere Symbole hast. Ja, pass auf, ich gehe einfach mal in das Haus rein. Ich drehe mich einmal nach rechts und gehe in das Haus rein. Okay, und was ist jetzt das mit dem Brunnen? Ich glaube, das müssen wir erstmal noch lassen. Ja. Also wer im Übrigen hier das Spiel kennt, tut bitte nicht spoilern. Wir wollen ja quasi selber herausfinden, wie das mit ist. So, in welches Haus bist du gegangen? In das Allgemeine oder in dieses Uhrwerkhaus? Ich gebe da aus das Allgemeine raus. Das Rätsel kann ich auch nicht lösen. Das sind ja gute Nachrichten. Und dann gehe ich in das Uhrwerkhaus. Wir gehen mal beide in Raymonds Uhren rein, ja? Okay, Moment. Warte, warte, wie drehen wir uns jetzt? Nach links oder nach rechts? Also, ich stehe jetzt hier an der Bushaltestelle und bei mir ist es jetzt 11. Also, ich drehe Okay. mich einmal komplett nach rechts, sodass ich dann wieder Mitternacht bin. Okay, von da aus gehen wir dann aus. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So. Also, Mitternacht. So. Wenn ich mich jetzt einmal nach links drehe, Ja? dann bin ich bei Ravens Haus und ich drehe mich jetzt dreimal nach rechts. Wir drehen uns mal einmal nach links und gehen dann in Raymonds Uhrengeschäft rein, ja? So, okay, einmal links und dann gehe ich jetzt rein. Öffnungszeiten 3 bis 9. Okay, wir müssen uns mehrmals drehen, nach links. 3 bis 9. Ist das aber jetzt tagsüber oder nachts? Ich denke, bis 21 Uhr hat er offen. 15 bis 21 Uhr. Okay, Du musst dich also 12 mal drehen nach links. oh Gott. 12 mal nach links drehen. Ja, Ist das jetzt? jetzt ist da auch Licht drunter. Jetzt können wir da noch reingehen. Okay, warte. Das war's. 2. 3. Ach, okay. Gut. Ravensworn. Okay, ich habe hier ein Radio. Das allererste, was ich sehe, mit Frequenz wählen. Das ist ja so wie bei Weber hier. Beschreib mal, ich habe auch so eine Art Radio, ich habe auch Frequenzen von 525 bis 1705. Ja, habe ich ebenfalls. Und. Ach, okay, verstehe. Wenn ich quasi eine bestimmte Frequenz hier habe. Okay, ah, verstehe. Ich bin jetzt bei 111,5 Megahertz und da habe ich bei mir einen folgenden Text. Erzähl. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal war es das von Frau Jensen. Ein süßer alter Hüttehund. Denken Sie daran, Ihre Türen zu verschließen, bis dieser Dieb gefasst wurde. So. Weiter? Haustür, Nacht. Hund, sagst du. Warte, warte, bei 1500 ist noch was Neues. Moment, Moment, Moment. Ich guck mal kurz mal nach links, ob sich da irgendwas getan hat. Ach so, bei 28 auch noch was. Also, Warte, jetzt geht's warte, los. wir machen bei 820, ja. Gott, 820. Erzähl. Moment, so. Jetzt.
Amalie, die älteste Raven-Tochter. Okay, da kommt gerade hier irgendein kleines Spielzeug hier runter auf der Treppe. Bleibt das mal dort stehen. Das ist so eine Art im Spielkäfer. Oh gut, auf den Text zurück. Amalie, die älteste Raven-Tochter, ist eine brillante Uhrenmacherin und Erfinderin. Auf Schritt und Tritt und drei Doppelpunkte. Folgt ihr für gewöhnlich das Ticken und Rattern einer ihrer Kreationen? Ach so, das ist... Hä? Ist das der Käfer? Oder was meint die damit? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall der Käfer, der kam mir gerade. Was passiert, wenn ich jetzt eine andere Frequenz nehme? Nee, der Käfer, der bleibt dort. Ich hab den Käfer angetippt, dann ist der abgehauen. Mach ich. Genau, fang der mal Käfer bitte an, verschwindet. Bei 530 ungefähr, 530 oder so. Frequenz, da müssen wir anfangen. Ach, oh Gott. So, Moment, ich muss erstmal kurz mal notieren, das waren erstmal 100... ach nee, nicht 111,5, sondern das sind 1105. So. Okay. Wir haben jetzt erst einmal bei, was sagst du, 530. Ja. Gut, da habe ich jetzt folgenden Text. Seit letzten Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Die vermisst werden, meistens alte Katzen und Hunde. Hoffentlich werden sie alle bald gefunden. So, dann gehen wir mal ganz langsam weiter. So, Katzen, Hunde. Dann bei 820, das war ja mit Amalie oder wie die heißt, die wir suchen sollen. Ja, gut, das haben wir. Okay, also bei ungefähr, sagen wir, 880, also noch relativ nah bei 820. Ja, das ist... Also sagen wir mehr in der Mitte zwischen 820 und 1115. Ja, da lies mal vor. So, die Raven-Familie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Um ihren Uhrenladen heute am 18. eröffnen zu können. Also heute ist der 18. von irgendwas. So. Schreibe ich mal auf, ja. Okay, also mal sehen. Erstmal, also ich sag jetzt mal bei 900 Megahertz, okay? Ja, mach mal, dass das 900 ist, ne? So. Also mal sehen, vor einem Monat. Und du hast bei dir gleich nochmal was? Irgendwas mit 18., ne? Um ihren Uhrenladen heute am 18. eröffnen zu können. Also die sind hergezogen und haben heute an dem Tag, wo wir sind, ist der 18. So, 18. Unbekannter Monat. Und das Jahr, gut, ist erstmal ebenfalls unbekannt. 1927 ist das Jahr, oder? Ach so, 1927, ja, da war ja was. Und die Uhrzeit, die ist kurz vor 21 Uhr. So, kurz vor 21 Uhr. Weil wir haben uns ja 12-mal nach links gedreht. Und dann nochmal einmal nach links, damit wir in den Laden können. Ja, Also das kann ja nicht 9 Uhr sein, 20 Uhr, also 20:45 war es ja, ne? Ungefähr, ja, ne? Okay, 20:45. Also jede Drehung ist 15 Minuten, sagst du, ja? Ja, genau. So, die zwei, die jetzt mitbekommen sind, alles Gute zum Geburtstag. Willkommen bei, warte, wie ist gleich mal das Spiel? Ich hab den Anfang. TikTok, Channel for Two, Leute. Alles Gute zum Geburtstag. Schreibt ruhig im Chat rein, meldet euch an, ja? Das wird lustig. Erstellt euch einen Account und, noch eine kleine Anekdote. Ihr seht quasi beide Bildschirme, aber ich sehe nicht, was mein Partner gerade hat. Mein Partner sieht nicht, was ich hat, aber ihr als Zuschauer seht quasi beides. Und auch beide Wenigkeiten. Wir sprechen uns halt ab, ja? Genau. Das ist der Gag an dem Spiel. Okay, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach ja, so bei etwa 900 MHz. Gut. Genau. Jetzt haben wir wieder bei 1115 MHz, aber das hatten wir ja schon. Ja, das war mit den Haustier. Genau. Wir können es aber kurz stehen lassen, hast du es auch stehen, damit die Leute es lesen können? Ja, also wir können es hier nochmal mit vorlesen. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen, dieses Mal war es das Haustier von Frau Jensen. Ein süßer alter Hüttehund. Denken Sie daran, Ihre Türen zu verschließen, bis dieser Dieb gefasst wurde. Okay. So, jetzt gehen wir langsam weiter. Wir wissen selbst noch nicht, um was es hier genau geht. Also ursprünglich heißt es, wir müssen quasi eine Schwester von einer Amalia finden, die quasi vermisst wurde. Ja. Und die Familie von Amalia, das ist ein Uhrmacher, das wissen wir auch schon. Ja, und in der Zwischenzeit kommen so nach und nach so ein paar weitere Puzzleteile und wir haben selbst noch keine genaue Vorstellung, was uns so großartig erwartet. Okay. So, ich bin bei kurz vor, bei sagen wir mal 1300 oder 1350. Ja, okay. So, Moment, 1350. Da bin ich jetzt auch. Gut. Ein seltsamer Vorfall hat unseren Ort erschüttert. Schwärme von Leblosen. Punkt, Punkt, Punkt. Vögeln wurden verstreut über den Boden des Waldes gefunden. Was wurde gefunden? Vögel.
Schwärmer von leblosen Vögeln. Ach so, ich habe es die ganze Zeit jetzt Pögel verstanden und dachte jetzt, hä? Hä? Pögel brauchst du Buch, das ich mit vorlesen, weil da kommt der Mainz dann. Ja. Also Pögelfleisch schmeckt übrigens sehr gut, kann ich euch wärmstens empfehlen, mit Klößen. So. Oder holt euch Trockenfleisch, Beef Jerky, das ist auch lecker. Oh, ein Traum. Ja, ein Traum. Okay, also mal sehen, leblose Vögel. Ich habe vorhin gesehen, als wir uns gedreht haben, da war so ein weißer Rabe, der ist immer rumgeflogen. Okay, darauf habe ich natürlich jetzt nicht geachtet. So, leblose Vögel, wo wurden diese gefunden? Über dem Boden des Waldes, also da vielleicht beim Brunnen irgendwo. So, Waldboden, Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Okay, ich bin jetzt bei, sagen wir mal, 1500. Ja, erzähl. Gut, da haben wir jetzt Folgendes. Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März und der... Bau unseres eigenen Postamts soll Ende des Monats beginnen, okay? Okay. So, jetzt haben wir also zumindest März. So, Bau, Postamt. Also, so als kleine Radnotiz, wir notieren uns quasi sämtliche Informationen, die wir irgendwie mit gebrauchen können, und die meisten davon verwerfen wir eh wieder, weil es dann entweder wir zu dumm dafür sind, diese zu lösen, oder die eh nicht mehr von Notwendigkeit sind. Ja. Das kann man sich bestens bei Biber hier mit angucken. Unbedingt ja meinen YouTube-Channel auschecken, da wisst ihr Bescheid. Ja. So. Okay. Und, Ganz zum Schluss noch. Ja, ganz zum Schluss, aber ich muss mal... Na gut, sagen wir mal genau 1705. Gut, damit so Folgendes. Ein ungewöhnlicher weißer Rabe scheint den jüngsten Mitglied der... Davin-Familie zugeneigt. Hoffen wir ihretwegen, dass er nicht verloren geht, wie die anderen Haustiere. Und den weißen Raben habe ich vorhin gesehen. Okay, den weißen Raben. Gut, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage. Ach... Wir können sogar uns auch hier mit nach oben bewegen. Ja. Da siehst du jetzt noch weitere Uhren. Und die Uhren sind alle bei kurz vor... Ja, wie du sagst es. Ja. Okay. Gut, kannst du irgendwas damit machen? Ah, warte mal, ich kann noch weiter hoch. Da sehe ich bei mir die Schriftrolle. Ja, ich hab auch zwei weiße Federn. Okay. Da oben, ganz oben ist Nachrichten. Wollen wir die mal lesen? Ich würde gerne mal diese Schriftrolle hier mal mit irgendwie... Also... Ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht aufheben. Also, ich Nachrichten, kann's mal mit der Maus, ich kann es mal mit der Maus da draufklicken. Dann, gut, bewege ich irgendwie diese Schriftrolle ein bisschen hoch und runter, aber ich kann diese jetzt irgendwie nicht... Versuch die mal aufzurollen. Das versuche ich ja gerade, aber es gelingt mir nicht. Also entweder bin ich gerade zu dumm dafür, oder es muss ja wohl einen bestimmten Punkt erwischen, oder die geht bei mir wirklich nicht. Geht die bei dir auf? Ich habe keine Schriftrolle, ich hab einen Teil der Mittwochsnachrichten. Okay. Okay, dann sag mal bitte, was hast du denn da? Nachrichten-Mittwochsaufgabe. Im Ravens Uhrladen kann man alle Arten von Uhrwerken kaufen. Aufträge bestellen, seine alte Uhr reparieren lassen. Heute. Neue Eröffnung des Uhrenladens. Der weltbekannte Uhrmacher Herr Raven hat in unserer Stadt einen neuen Uhrladen eröffnet. Er soll ein interessant... Danach ist es bei dir? Ich brauch deinen Teil. Okay. Also muss es auch hier eine Art Zeitungsrolle sein, Zeitungsbericht, aber ich kann die bei mir nicht öffnen. Die liegt bei mir einfach so da, die Rolle. Also, ich kann die zwar anklicken, aber ich kann die nicht öffnen. Die geht einfach nur ein bisschen nach oben, nach unten. Also wie jetzt würdest du die mal kurzzeitig anfassen und wieder loslassen, sodass sie dann wieder auf den Boden fallen tut? Also hier steht Mausrad benutzen. Hast du mal versucht, Mausrad zu benutzen? Wenn ich Mausrad benutze, dann scroll ich nur nach oben und nach unten. Damit habe ich jetzt nicht viel gekonnt. Anklicken und Mausrad benutzen? Wenn ich... Ah, komm. Ne, also wenn ich die Mausrad klicke und quasi, Maustaste drücke und Mausrad noch mit bewege, dann fixiere ich eher gesagt hier meinen aktuellen Punkt. Okay. Also entweder bin ich gerade nicht zu dumm dafür, oder das will noch nicht, oder geht generell nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich geht's generell nicht.
Wollen wir da rausgehen? Na, Moment, ich bin ja noch ganz oben. Da habe ich quasi auch noch was. Da habe ich quasi einen Kalender. Okay, erzähl. So, Januar 1927, Sonntag. Wir haben den März. Den 18. Warte mal, ist das der 18. März? Ja, also wir wissen ja, dass es der 18. ist. Ja, weil, was haben wir ja gelesen, dass die das heute eröffnet haben. Ja, der 18. aber kann es vielleicht der März? Ach nee, März war ja quasi Bau vom Postamt, ne? Aber also ist es der 18. Januar? Mal sehen. 18. Januar, das wäre quasi... mal sehen. Ach, okay, gut, verstehe. Der 18. Ach, okay, okay. Das heißt, der 1. Januar, der war quasi da nicht ein Sonntag, sondern du musst quasi noch mit ermitteln, was für ein Tag das dann tatsächlich mit ist, sodass du dann daraus resultieren kannst, was dann der 18. dann für ein Tag sein wird. Weil ich kann nämlich bei mir im Monat, kann ich quasi im Monat, sag ich schon, ich kann bei mir den Tag von Sonntag, wenn ich da draufklicke, dann schalte ich ja quasi immer einen Tag weiter nach oben. Also quasi Montag, Dienstag bis einschließlich Samstag und bei Januar geht dann safe dasselbe mit. Und beim Kalender wiederum, da habe ich quasi so einen kleinen roten Rahmen, den muss ich aber quasi mit der linken Maustaste betätigen und dann kann ich quasi dann auf das Feld mitgehen. Aber ich habe mal dort mal die 18 mal mit drin. Aber mehr kann ich hier oben im Dachgeschoss erstmal noch nicht machen. Heute Neueröffnung, der 18. mit Mittwochsausgabe. Kannst du irgendwie den auf Mittwoch machen? Mittwoch, na klar, dann setzen wir den doch auf Mittwoch. So, haben wir. Haben wir jetzt noch einen Monat? Scheiße. Den haben wir bestimmt irgendwie, den können wir bestimmt irgendwo rauskriegen. Oh, den haben wir bestimmt. Also ich probiere das nochmal mit der Rolle, aber... Oder kann ich vielleicht die Pfeiltasten bewegen? Nee, kann ich nicht. Wollen wir noch mal ganz kurz die Radio-Dinger durchlesen? So ganz, damit wir irgendeinen Monat haben. Ja, na klar. Okay, ich bin wieder bei 530. Da ja? Habe ich bei mir, so seit letztem Monat ging bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein, aber das ist jetzt nicht so relevant. Genau, die wurden alle gefallen. Ja, warte, seit letztem Monat, ja? Okay, seit letztem... Ja, sag nicht, dass es nicht so relevant ist, ja. Gut, vielleicht ist es doch relevant, vielleicht hast du recht. Okay, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Gut, wir wandern so bei etwa 9... Ja, der 820 stimmt aber auch noch. Moment. Amelie Race, the Raven-Tochter, Priette Ohlmacherin und Erfinderin auf Schritt und Tritt und so weiter. Hast du da einen Monat? Nee, folgt für gewöhnlich das Ticken und eine andere Kreation, das ist der Käfer. Ja, ja gut, den Käfer, den hatten wir schon. Gut, jetzt bei knapp 900, so Raven-Familie ist vor einem Monat, haben wir auch wieder den vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Um ihren Ohrenladen heute am 18. öffnen zu können. Also, pass auf, der Monat, wo die hergezogen sind, das war ja einer davor. Ja. Und heute haben die dann eröffnet, also ist das der Monat, den wir suchen, der heute. Ein Monat später, nachdem die hergezogen sind. Ja, das ist der Monat. Jetzt müssen wir wissen, welcher Monat das ist, wo die hergezogen sind. Da wissen wir den Monat, der heute ist. Okay, so, ein weiteres Haustier. Also ich bin jetzt wieder bei 11.15. Ja? Weiteres Haustier, danach wurde gestohlen. Diesmal war es dann von Frau Jensen und du hast bei dir den Hund gehabt. Genau, der Hüttehund, ja. Okay, weiter. Gut, da sind wir jetzt wieder bei 1350. Seltsamer Vorfall in unserem Ort hat so erschüttert. Schwärme von Leblosen und bei dir waren es ja Vögel auf dem Waldboden. Genau, richtig, weiter. Gut, dann sind wir jetzt wieder bei, sagen wir, 1500. Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März. Jetzt ist es März und der... Bau unseres Postamts soll Ende des Monats beginnen. Also wir haben den März. Bau des Postamts soll Ende des Monats beginnen. Also kann das vielleicht etwas so sein? Die sind, also gehen wir mal davon aus, die sind im März hergezogen, dann wäre es natürlich der April. So. Ich meine, es heißt also keine 8 Kilometer mehr laufen. Das heißt ja schon so, jetzt meines Erachtens, du kommst quasi gerade an, also bist gerade hierher gezogen und schreibst natürlich Briefe. Aber da musst du natürlich ja zum nächsten Postamt ja mit laufen, weil quasi in dem Ort ja noch nichts da ist. Und ich denke mal, das ist doch bestimmt ein entscheidender Hinweis, weil wenn du quasi zu diesem ja. Zeitraum jetzt irgendwo hinziehst, dann möchtest du ja quasi sofort ja schreiben, hier, ich bin gut angekommen, bla bla oder whatever. Ja, richtig. Aber die Eröffnung war ein Monat später, also vielleicht doch der April. Machen wir den 18. April. Moment, ich gucke erstmal noch bei der letzten Nachricht nochmal mit nach.
Ach, wir haben noch eine Nachricht. Warte. 2705. Okay, die habe ich schon übersehen. So, das war der ungewöhnliche weiße Rabe. Ja. Der hoffentlich, dass es nicht verloren geht. Okay, ja. Okay. Also, ich schalte jetzt mal auf, was haben wir gesagt? April. Der 18. April, ne? Nein. So. Ne, März. 18. März. Und jetzt öffnet sich bei mir der Kalender. Ah. Ah. Okay. Ich habe bei mir eine... was ist das? Ach, so eine Art Schaltkreis. Ah! Ich denke mal, das ist das hier für die Bushaltestelle. Okay, da gehe ich mal zur Bushaltestelle. Oh. Jetzt haben wir's. Okay, aber ich habe da jetzt nur die rechte Hälfte. Ich weiß halt jetzt nicht, wie die linke Seite aussieht, weil das ist quasi zur Hälfte abgetrennt. Verdammter Mist. Verdammter, die muss ich irgendwie rankriegen. Ja, die musst du dann irgendwo finden. Aber ich denke mal... Das ist das, was wir dann ja bei der Bushaltestelle mit haben. Also ich notiere mir mal, wie quasi diese Felder aussehen. Weil die jetzt hier auf ad hoc mit zu beschreiben, würde ich das dann eh vergessen. Deswegen notieren wir das mal lieber. Also so viel zu der Einstellung von her, kann man sich alles merken. Lolz. Kannst du auch vergessen, ich hab da wirklich keiner. Ich hab nur die Mittwochsausgabe, damit man die Kalender öffnen kann. Ja, da muss man gucken, vielleicht findet man die bei dir. Okay, ich mach erstmal bei mir noch die Skizze noch mit fertig. Das geht dann hier hoch. Bams, bisschen hin, zack. Okay, so, die Skizze habe ich jetzt. Und mit einer Ziffer von 00067. 00067. 6-7, okay. Vielleicht eine Ticketnummer. Okay, ich habe bei mir hier noch 4 Bücher. Einmal Gulli was reißen. Kann ich aber nicht interagieren. Dann Uhrenmacherei. Dann habe ich noch Leckengrad und die Nachtigall. Okay, das sind... Okay, das können wir erstmal ignorieren. Also zumindest die Werkzeuge, damit kann ich interagieren. Also wenn ich da draufklicke, höre ich zumindest einen Ton. Bald machen wir im Hinterkopf, aber wir müssen erstmal gucken, ob wir. Wir gehen mal ins andere Haus, ja? Ja. Also, die klingt von der. Tollage alle identisch. Also, was mit dieser Rolle hier ist, ich weiß nicht. Entweder bin ich echt zu dumm, diese aufzuwickeln oder. Vielleicht geht die gar nicht auf. Wir haben da erstmal alles. Alles gut. Okay. So. Nach links oder nach rechts? Wo wollen wir hingehen? Wir gehen nach rechts. So, da ist es jetzt bei mir 21 Uhr. Okay, jetzt gehen wir nochmal nach rechts und dann gehen wir mal das Haus rein. Gut. Was hast du? Ich habe bei mir so eine Art Dampfmaschine. Und ich habe eine Box, so einen Springteufel, aber die geht nicht auf. Da habe ich bei mir noch eine Glühbirne. Oh, ach verstehe, ich habe gerade eine Glühbirne angemacht, ist gerade eine Motte hier da und... Ach, die bringt quasi jetzt hier einen wirren Text und... Warte mal, was kann ich jetzt? Ach so, ach, oh cool, ach so, verstehe. Ich habe bei mir jetzt einen unverständigen Text, der jetzt durch die Mod jetzt mitgekommen ist. So, ich habe bei mir folgende Wörter. Also sagen wir es mal so, jedes zweite Wort bei mir fehlt. Das ist dann bei dir dann. Ich krieg die Box nicht auf. Wir kommen gleich mal dazu, okay? So, ja. Mal sehen. Ich, dein gefällt Lerke, sieh den dreimal im, zweimal den, zweimal dann, im, oh, lass los. Oh Gott, das... Gut, ist das ist bestimmt jetzt... irgendwie, komm jetzt, wie ich die Box hier öffne. Entweder das oder, also ist es nur meine Vermutung, bei den Brunnen, kann es doch nicht sein, dass man dann dreimal irgendein Symbol betätigen muss, dann zweimal irgendein anderes? Weiß ich natürlich jetzt nicht. Wir brauchen das Ganze, das ist zu viel Information, ja? Okay, warte mal. Ich krieg die Box wirklich nicht auf. Warte mal, ich kann die Glühbirne... Kann ich damit noch weiter interagieren? Also ich kann die Glühbirne noch ein bisschen hin und her schwingen. Die Motte selbst, kurz die... bewegt sich jetzt noch ein bisschen hin und her. Also... Ups. Also ich selbst kann auch quasi hier nichts weiteres machen. Ich habe bei mir quasi nur dieses feste Bild. Ah,
Ach so, ach, verstehe. Ach, ich drehe bei mir quasi noch die Dampfmaschine und jetzt habe ich den Text vollständig. Ah. Erzähl. Interessant. Okay. Ich hoffe, dein Geschenk gefällt dir, Lerke. Ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf. Im Uhrzeigersinn zweimal. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, und lass nicht los. Warte. Also, was soll ich als erstes machen? Okay, also schreib dir erstmal auf. Dreimal gegen den Uhrzeigersinn. Ja? Gut. Dann im Uhrzeigersinn zweimal. Ja. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Ja. Und dann weiter im Uhrzeigersinn, also quasi einmal im Uhrzeigersinn. Okay, ich versuch's mal. Und nicht loslassen. Also quasi dreimal zurück, zweimal vor, zweimal zurück, einmal vor. Eins, zwei, drei. Ja? Dann ist zweimal im Uhrzeigersinn. Zweimal entgegen den Uhrzeigersinn. Eins, zwei. Und einmal im Uhrzeigersinn. Scheiße, ich hab das schon drin gespielt. Ich muss es irgendwie resetten. Okay, geh mal aus dem Haus raus und geh mal wieder rein. Besser. Okay, also, aber. Also, Leute, wenn ihr auch das Spiel selber mal spielen wollt, tut es. Ist ja gerade hier im Sonderangebot. Wie viel war es? Ich glaube, 5 oder so. Bei mir war es noch billiger, ein paar Cent. Ja, er spielt in einer anderen Währungsliga. So, aber erstmal auf das eigentliche mit zurückzukommen, kostet gerade mal ein 5er für euch. Könnt ihr euch ja gerne mal mit reinziehen. Und das Spiel ist halt eben dann so aufgebaut, ihr selbst müsst quasi nicht ja, zwangsweise mit dem Internet verbunden sein. Einer ist Spieler 1, der andere Spieler 2. Und das Spiel selbst interessiert es mir überhaupt nicht, ob ihr überhaupt irgendwie miteinander verbunden seid. Es geht ja nur darum, Spieler 1 hat nur das, Spieler 2 hat nur das. Und dann ist der Rest an sich auch schon geschenkt. Kannst du vergessen, ich krieg's nicht auf, ich mache irgendwas falsch. Okay, also du bist quasi aus dem Haus nochmal raus und wieder reingegangen. Ja, das wird nicht klappen. Vielleicht brauchen wir da eine spezielle Uhrzeit oder irgend sowas. Ich weiß ja nicht, was du bei dir siehst. Also, ich weiß nicht, was du gerade tatsächlich hast. Hast du jetzt nur diese Spieluhr und nichts anderes? Ich habe nur die Spieluhr und nichts anderes. Ich hab die kaputt gespielt. Oder vielleicht bist du zu einer anderen Uhrzeit rein? Ich bin jetzt bei 12 Uhr Mitternacht. Okay, ja. Gegen den Uhrzeigersinn. Oder vielleicht steht die falsch, vielleicht. Was meint der mit gegen den Uhrzeigersinn? Ich mach das bestimmt falsch rum. Also nee, gegen den Uhrzeigersinn ist quasi, dass du, ja, nach links drehst. Ja, pass mal auf, das kommt aber an, wo ich stehe, oder? Ich weiß nicht, stehst du noch an einer bestimmten Position oder wo stehst du da gerade? Also, ja, wenn ich jetzt die rechte Hand bin und da steht, dann steht die Box, es ist nicht so einfach, wie du das vorstellst. Ach, ich dreh mal in die andere Richtung. Ja. Eins, zwei... 3 1 2 1 2 Nicht auf! Geht nicht auf! Irgendwas mache ich komplett falsch! Lies nochmal vor, bitte! Okay, ich hoffe, dein Geschenk gefällt dir, Lerke. Zieh sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf, im Uhrzeigersinn zweimal. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, und lass nicht los. Ich müsste das Ding jetzt mal wirklich nachbasteln, damit ich mal gucke, in welche Richtung ich da stehe. Oder warte mal, vielleicht ist es auch noch ein Rätsel. Warte mal, wir gehen dreimal entgegen den Uhrzeigersinn, zweimal im, zweimal retour. Also bist du quasi einmal retour. Das ist eine gute Idee. Und dann wieder einmal vor, aber dann bist du ja quasi wieder bei Null. Da gibt auch keinen Sinn. Okay, warte. Warte, wie machen wir das jetzt? Weiß nicht. Ich muss mir das mal nachbasteln. Stell dir vor, du hast so einen Springteufel, ja? Ja, okay. Also ist jetzt dieser Springteufel jetzt genau in der Mitte? Vor mir? Nee, eben, das ist ja das Problem, was ich habe mit der Sichtweise. Oh. Was jetzt gegen und was vor dem Uhrzeigersinn ist. So einfach ist das nicht. Okay, erzähl mal. Vielleicht kann ich mir ein Bild rausmachen. Hast du vielleicht irgendeine Raffaello-Schacht oder irgendwas Viereckiges da? Irgendwas, ein Quader, irgendwas? Ein Viereckiges? Ja, habe ich zumindest da. Ein paar alte CD-Höhlen. Ja, stell dir vor, du stehst jetzt davor, ja? Ja, also das heißt, ich gucke quasi die CD-Höhle oder hier ist diesen Springteufel jetzt von oben an oder von der Seite.
Von vorne. Von vorne, oben vorne. Von oben vorne, okay, gut. So, dann hast du rechts den Hebel, ja? Ja, rechts ist der Hebel, ja. Da weißt du, was da jetzt Uhrzeiger ist und was nicht. Okay, verstehe. Dann kannst du aber... Pass mal auf, der Hebel ist bei mir nämlich in der Front. Ich gucke von der Seite drauf. Du guckst quasi von der Seite auf, also... Gut, ich kann dich jetzt ungefähr mal so in der Richtung halten. Also das sei jetzt mal hier die Box, was er dann haben müsste. Ich weiß es halt nicht. Ich gehe jetzt nur von dem aus, was er jetzt hat. Und hier, also sag mal, hier wäre quasi jetzt dieser Hebel. So, ja? Das heißt, du siehst den Hebel also direkt vor dir oder leicht versetzt? Ja, also du kannst sagen direkt vor mir, ja. Okay, was ist jetzt der Uhrzeigersinn? So, also gegen den Uhrzeigersinn ist er dann quasi immer von oben aus startest du und du drehst quasi nach links. Okay. Das ist entgegen den Uhrzeigersinn, du drehst nach links. Eins, zwei, drei. Gut, dann zweimal eins, nach rechts. Zwei. Zweimal nach links. Eins. Zwei. Und einmal nach rechts. Und jetzt? Und du darfst den Hebel auch nicht loslassen. Oder den Drehknopf oder was auch immer du da hast. Ich krieg die nicht auf. Ich hab die irgendwie kaputt gespielt. Oder vielleicht kann es sein, dass dies auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit geht. Oh Gott, wir sind so dermaßen lost. Wir sind so lost, Leute. Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt reinschalten, es kommt noch mehr. Ey, vor allem, ich dachte, wir lösen das bis 2030, ja? Wir sind Kapitel 1, Leute, wir sind Kapitel 1. Ja, wir machen gar nichts bis 2030. Doch, sinnlos umher. Und okay, gut, ich geh jetzt auch mal aus dem Haus wieder raus. So, ich drehe mich jetzt quasi noch zweimal. Nee, noch dreimal, sag ich. So, ich hab's jetzt 10 Uhr bei mir an der Bushaltestelle. Wo bist du jetzt? Ich versuche nochmal das Rätsel. Okay, warte. Ich hab's jetzt bei mir jetzt 10:15. Jetzt geh ich nochmal rein in das Haus. Okay, also bei mir ändert sich da nichts. Ich glaube, das ist hier vollkommen egal, zu welcher Uhrzeit ich in das Haus reingehe. Ich habe immer denselben Text, selbe Apparatur mit den ganzen dran und drum. Schwierig. Der Uhrzeigersinn. Das ist der hier. Ich muss gegen den drehen, dreimal, ja? Ja. Ich mach das irgendwie falsch. Hundertprozentig mache ich das falsch. Keine Ahnung, ich versuche gerade mit der Glühbirne irgendwie noch zu interagieren. Ich kann die zumindest wie eine Pendel schwingen lassen, aber auch nur stark begrenzt. Aber ob das mir irgendwas bringt, weiß ich nicht. Die Motte selbst, die lässt sich davon nicht beeindrucken. Nö. Okay, ja. Gegen den Uhrzeigersinn. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Scheiße, ich mach das komplett falsch. Sehe ich hier irgendwie falsch rum. Mit dem Uhrzeigersinn, das ist der Gegenuhrzeigersinn. Kann man das irgendwie resetten? Bei der Bushaltestelle steht da irgendwie was von irgendwie Neustart, oder? Ja, eine Bushaltestelle, Neustart. Da wär's bei mir jetzt 10 Uhr. Neustart? Ach nee, Neustart, das bezieht sich nicht auf das Spiel. Das ist noch ein Rätsel, sag nicht, dass es noch ein Rätsel ist. Das ist noch ein Rätsel. Okay, wir machen da. Welche Uhrzeit hast du jetzt? Ich hab's bei mir jetzt 10 Uhr. Okay, warte, ich gehe auch zu 10 Uhr und dann machen wir mal das Rätsel zusammen. Vielleicht müssen wir es als erstes machen.
Also das ist dann safe, dieses Rätsel mit dem Weg, den dann diese Lokomotive dann hier fahren muss. Aber ich habe bei mir quasi nur die rechte Seite. Die linke Seite ist mir unbekannt. Die habe ich bestimmt, da müssen wir... Also ich weiß halt nicht, ob du die irgendwo findest. Der Clou wäre, das müsste jetzt in diesen Springteufels drin sein. Oh Gott! Das würde mich nicht wundern. Das würde mich nicht wundern, wenn die da drin ist. Also ich kann von der... Mir fehlt ein Knopf. Ich kann nur oben und unten steuern. Okay, ich kann oben nach unten und ich kann nur nach links steuern. Der Knopf nach rechts, der ist mir lost. Ja, der fehlt auch bei mir. Den müssen wir bestimmt da finden, irgendwo. Okay, da müssen wir erstmal den Knopf irgendwie finden. Okay. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay, ich gehe dann mal zum Springteufel. Okay. Gegen den Uhrzeigersinn. Du kannst sogar mit dem Gebüsch interagieren, was vor dem Haus ist. Vielleicht ist es auch noch irgendwie von Relevanz. Irgendwann, irgendwie. Nicht loslassen, ja? Genau, eins, nicht loslassen. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Hat's irgendwas gebracht? Ah! Da habe ich mich jetzt erschreckt. Ich hab's. Okay, was siehst du jetzt da drin? Von irgendwas der rechten Hälfte. Weißt du, was die Lösung war? Was denn? Sie ist ja nicht loslassen. Also dann einfach in die andere Richtung weiterdrehen, bis es aufgeht. Ja. Wie ja? Also das ist dann hier mit nicht loslassen gemeint. Oh, Leute! Okay, ich hab hier eine rechte Seite von irgendwas. Die steht auf dem Kopf. 0067. Okay, dann hast du quasi... Lass mich rein, dann hast du quasi... Ich habe ebenfalls so ein Fahrticket. Okay. Oder beziehungsweise irgendwie eine Art Linienplan. Ist das richtig? Richtig, aber das Problem... uns fehlt der Knopf. Wir können nicht nach rechts. Ja gut, aber man kann da zumindest dann notieren, was du da für einen Weg hast. Weil diesen Weg, den brauche ich. Damit man ja dann in diesem Fall... Ich denke mal, die müssen wir beide eingeben. Mit der Lokomotive. Ja, ja, die müssen wir beide eingeben, aber ich bräuchte da zumindest hier deinen Weg, der da quasi dort mit angegeben ist. Ja, ich brauche deinen Weg. Okay, wie ist es das bei dir aufgebaut? Wie viele Zähne und Spalten hast du denn? Eins, also waagerecht, aber 1, 2, 3, 4 und dann 5,5, da ist abgerissen. Das ist an der oberen Seite mehr abgerissen als an der unteren Seite. An der unteren habe ich genau 4 und oben habe ich 4,5. Okay, also ist es exakt die Hälfte. Das ist die Hälfte genau, ne? Okay, so. Ich habe bei mir ebenfalls das gleiche Abbild. Also kannst du ebenfalls im 4x5 Felder machen. Also warte mal, ja? Hast du die rechte oder die linke Seite? Weil meine steht, glaube ich, irgendwie auf... Also, ich habe safe die rechte Seite, weil die Lokomotive bei der Bushaltestelle ist ja links unten. Aber bei mir wiederum, der Weg endet bei mir quasi rechts, allerdings nicht rechts oben, sondern das zweite Feld rechts oben. Alles klar, dann habe ich das. Dann hab ich den Start. Okay, dann machen wir das. Dann hast du den Start. Mal. Okay, das heißt, du startest ja obviously links unten. Richtig, genau. Dann gehe ich 3 nach oben. So, du startest sofort 3 nach oben. 1, 2, 3. Das heißt, du bist quasi jetzt hier beim vorletzten Feld. Nee. Ich bin genau bei der Hälfte. Es sind bei mir 6 6 Zeilen und 4,5 Spalten. Ach, okay, gut, verstehe. Dann habe ich bei mir eh vergessen. Sorry. Und links. Dann gehe ich 1 und 2 nach oben. Dann bin ich im Feld 3. 0,3 bin ich dann. Oder 1,3. Je nachdem, wie wir es jetzt machen. So. Also das heißt, dass das erste Feld zählt quasi mit, also gehst du so gesehen nur 2 Felder nach oben, richtig? Genau, da bin ich im Feld 3, ja? So, gut, da bist du jetzt. Was passiert dann? Dann gehe ich 3 Felder nach rechts. 3 Felder nach rechts. 2, 3.
Eins, zwei, drei. Also bist du jetzt quasi beim vierten der Hälfte. Perfekt, genau. Ja. Dann gehe ich zwei Felder nach unten, da bin ich wieder im Bereich, wo ich am Anfang war, plus vier Felder weiter. Ja, alles klar. Und da geht dann bei mir dann der Weg dann weiter. Okay, den musst du mir dann auch nochmal sagen, ja? Ja, genau. Also ich starte dann bei mir ebenfalls, ja, links unten. Das ist dann mein Feld, ja, oder? Ja, genau, das ist dann dein Feld. Nee, nicht dein Feld, sondern die Hälfte, weil wir haben ja quasi dort ja in halbes Feld. Das müssen wir mit berücksichtigen. Wir haben ja quasi ja in halb durchtrenntes Feld. Also das heißt, jede Bewegung in eine beliebige Richtung beträgt ja ein Feld. Und wenn wir quasi von deinem letzten bekannten Feld quasi wieder in der untersten Ebene sind, also quasi das bei dir ist das Feld 4. Feld 4 rechts unten, das ist ja bei dir das letzte bekannte Feld. Ja, Dann hast du bei dir eine halbe Spalte, richtig? Ja. Gut, ich habe bei mir auch eine halbe Spalte. Das heißt, diese halbe Spalte zusammengerechnet beträgt quasi eine Gerade. Eine waagerechte Gerade. Also geht's dann eins nach, von mir aus gesehen eins nach rechts, wo du startest? Genau, von dir aus gesehen geht's eins nach rechts und dann starte ich. Okay, ja. Okay, so, das bedeutet, wir starten dann in diesem Fall links unten. So, wer gerade hier mit reingekommen ist, alles Gute zu Geburtstag. Alles Gute Geburtstag, mein Freund. Ja. Nicht wundern, wir sind gerade hier ziemlich lost im ersten Kapitel. Wir sind die lostesten Typen gerade auf ganz Twitch. Wir sind die lostesten Typen auf Twitch. Es gibt keine Rettung für uns, ja. Aber sowas von. So, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich gehe dann von meinem Feld exakt 3 nach oben. Also so gesehen bin ich dann bei der vierten Position. Also da, wo ich nach unten gegangen bin. Also, ne, warte mal, ich muss mal... Ach nee, du gehst 3 nach oben, oder was? Ich gehe 3 nach oben, sodass ich dann quasi beim drittletzten bin. Ja, hab ich, verstehe, ja. Okay, so, von da aus gehe ich dann exakt 2 Felder nach rechts. Ja. Dann gehe ich einen nach oben, da bin ich jetzt bei meiner vorletzten. Ja. Und dann gehe ich noch einen nach rechts und dann bin ich am Ende. Hab ich aufgeschrieben. Gut, hätte schon mal das. Okay, jetzt brauchen wir den Knopf irgendwo und wir müssten mal gucken, ob wir... Ja, was machen wir denn jetzt noch? Der Brunnen, da muss auch noch irgendwie gemacht werden. Oh ja, der Brunnen. Also, für diejenigen, die gerne wissen wollen, wir haben keinen Plan, wie das Spiel funktioniert. Wir kennen die Story noch nicht ganz und wir irren hier ziemlich umher, was das Zeug hält. Und ihr Zuschauer, ihr seht beides. Ja, ich gehe nochmal ins Haus rein, ja. Ins reguläre Haus? Ja, aber weil das eigentlich Quatsch ist. Wir haben da jetzt alles. Du hast einen Teil des Codes des Brunnens. Und das muss wahrscheinlich reichen. Ach so, also gehen wir jetzt hier beide in den Brunnen rein. Wir gehen beide in den Brunnen rein. Okay, ich denke mal, die Uhrzeit spielt dann keine Rolle. Also ich sehe bei mir im Übrigen hier eben 6 Laternen, 3 zur linken und 3 zur rechten, falls es irgendwas bringt. Bist du im Brunnen? So, ich bin jetzt hier unten im Brunnen, das ist richtig. Sag doch mal meine Symbole auf. So. Meine Symbole oder deine? Meine. Deine, okay. Bei dir hast du, ich muss mal kurz nur mal gucken, du musst bei dir links oben ein ausgefülltes Dreieck haben. Ja. Dann hast du in der Mitte ein ausgefülltes Quadrat. Schon falsch. Ist jetzt ein leerer Ballon. Okay, du hast bei dir jetzt einen leeren Ballon. Oh Gott, dann kann ich bei mir das Feld ja jetzt komplett streichen, also komplett. Ich muss mal kurz mal gegenprüfen. Also bei mir ist die Symbolik gleich geblieben. Wirklich komplett gleich. Warum? Frag mich nicht. Gut, dann habe ich hier noch einen Hebel, mit dem kann ich interagieren, aber erst mit der richtigen Kombination. So, okay, ich male erstmal deins nochmal neu auf. So. Ich gehe nochmal raus und drehe nochmal die Zeit. Wir müssen mal gucken, welche Uhrzeit es hier ist. Also wenn sich das bei dir jetzt hier nochmal ändert, hier, ich habe jetzt gerade hier dein altes durchgestrichen. Ich gehe nochmal Richtung 12 Uhr, ja.
Okay, ich glaube, da gehe ich auch nochmal Richtung 12 Uhr. Leute, wir müssen hier synchronisieren. Ja. So viel Zeit muss sein. Gut, jetzt haben wir es 11. Bam. Also, wie ihr seht, Zeit ist hier ein zentrales Thema. Ja, Zeit ist relativ. Wir sind jetzt bei 12, ja? Gut, ich bin jetzt 12:15, da bin ich jetzt beim Haus. 12:30, also quasi halb eins nachts, gehe ich jetzt in den Brunnen rein. Okay, gehe ich auch halb eins nachts in den Brunnen. Es ist eine gute Idee, wir gehen halb eins nachts in den Brunnen. Mitten im Oh Wald. Gott. Okay, Ist gar nicht. also bei mir bleiben die Symbole alle gleich. Ernsthaft? Ja, bei mir bleiben die Symbole alle gleich. Die ändern sich kein einziges Mal. Aber lass mich raten, du hast bei dir jetzt wieder ganz andere Symbole als das, was du zuvor gesehen hast, gegenüber dem, was zuvor mal war, richtig? Ja, ich kann ja drei Symbole bei dir ändern, ja? Ja. Das mache ich jetzt mal. Warte Okay, mal, ich kann ja bloß drei Symbole ändern. Vielleicht täusche ich mich und drei Symbole bleiben gleich. Das könnte ja interessant sein. Sag mal, das oben links und oben rechts, das Symbol. So, oben links ist quasi ein leerer Ballon. Nee, bei mir. Achso, bei dir. Na gut, ich kenne jetzt deine neuen Symbole nicht. Ich kann es noch Ja, von dem alten noch ausgehen. ja, geh mal von den alten aus. Gut, von dem alten hast du quasi links oben ein ausgefülltes schwarzes Dreieck. Habe ich jetzt immer noch, das ist geblieben, ja? Gut. Und oben rechts hast du ein leeres Dreieck. Das ist auch geblieben, ja? Und Okay. jetzt mit da unten? Mitte unten ist bei dir noch ein leeres Quadrat. Genau. Die sind bei mir geblieben. Pass mal auf, ich muss wahrscheinlich deine eingeben und du meine. Okay. Weil du kannst die eingeben, die bei mir gleich bleiben. Und das kann bei dir auch nicht sein. Bei dir müssen sich drei Symbole ändern. Also bei mir haben sich die drei wechselnden Symbole, also bei mir dann quasi Mitte oben, sowohl links als auch rechts unten nicht geändert. Die sind immer gleich geblieben. Seltsam. Aber mach mal bei dir oben links ein ausgefülltes Dreieck, ja? Ja, Moment, das kann ich ja bei mir sogar einstellen. So, Ja. oben rechts ein leeres Dreieck. Genau. Und unten in der Mitte ein leeres Viereck. Moment, so unten in der Mitte, leeres Viereck. Jetzt bin ich dran. So, mach es, ja? Jetzt mach deine Symbole, die sich nicht ändern. Unten links ist ein leeres Viereck, ja? Ja, unten links ist ein leeres Viereck. Unten rechts ein ausgefüllter Ballon. Ja. Und oben in der Mitte ein leeres Ein leerer Ballon. Ballon. Okay, breit. Ja. Ah! Ah. Ich habe einen Knopf. Ja, ich hab ihn auch. Das war die Idee dahinter. Ah! Ah. Wir sind weniger lost. Ja, wir sind weniger lost, aber wir schaffen es trotzdem nicht bis halb. Also zumindest einen Teil davon schaffen wir. Ja. Okay, jetzt drehe ich mich wieder um zwei Stufen nach links. Sodass ich wieder Mitternacht an der Uhr bin. Also Mitternacht hier an der Bushaltestelle. Mitternacht an der Uhr. Seems legit. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon zu spät? Okay. Jetzt gehen wir. Ich gehe jetzt zu der Konsole hin. Wir gehen jetzt zwei nach oben. Moment, erstmal lege ich erstmal dort hier den Knopf ein. So. Okay, wir starten zwei nach oben. Ja. Eins, zwei, drei. Beinahe rechts. So, drei nach rechts. Also Eins eins, nach zwei, oben. drei. Ah, hat geklappt. Zwei nach unten, dann eins nach rechts. Jetzt muss ich mal gucken. Bei mir hat's geklappt. Okay, drei nach oben waren es, richtig? Ja, beim auf der Seite dann, ne? So, zwei nach rechts, noch einer nach oben und einer rechts. Dang, dang. Ja. Und jetzt kommen wir hoch. Ist der Zug da oben? Wir haben den hergespawnt mit unserer Zeitreisefähigkeit. Ach, da. Jetzt können wir da reingehen. Klick mal Ah, drauf. Kapitel Kapitel 2. 2. Alter, vor allen Dingen, was ist das denn, aber das hier mit diesem Rabe denn jetzt hier, was bei dir war? Das kommt noch. Lies mal vor, da würde ich sagen, mach mal Schluss für heute erstmal, wenn du raus willst. Ja, also ich möchte nachher noch raus. Ich habe noch was Kleines und danach wollen wir Na. vor. Also Leute, das wird für euch hier der Cliffhanger. Kapitel 2. Wir beginnen schon mal mit diesem Teaser. Es Ja? wurde schwieriger, Tiere für meine Experimente zu finden, aber ich kannte noch eines, das, also was, an das ich leicht herankommen konnte.
Ich sagte Lerke, ich würde ihr eine Uhr machen, aber sie war nicht interessiert. Sie war zu beschäftigt, mit ihrem blöden Vogel zu spielen. Leute, das ist der Cliffhanger. Wir sind den Täter auf der Spur, Leute. Ja, Sherlock Paranoia und Dirty Watson sind auf der Spur. Okay, ich mach's mal folgendes. Also du bist quasi bei dir noch bei Kapitel 2, richtig? Da, wo der Text steht. Und die Zuhörer jetzt beides lesen. Die lesen links bei dir den Text und bei mir rechts den Text, ne? Okay, gut. Ich schiebe bei mir jetzt erstmal hier den Screen erstmal wieder mit nach unten. So. Also, ich sehe jetzt wieder hier beide Screens. Ihr natürlich jetzt auch. Und ab hier wiederum machen wir quasi jetzt den Cliffhanger. Wir haben jetzt sage und schreibe knapp 90 Minuten damit verbracht, nur das erste Kapitel zu lösen. Ganz ehrlich, im Nachhinein, die Rätsel waren gar nicht so schwierig. Du musst erstmal drüber nachdenken, ja? Das war so ein Megaspiel. Ja, das ist gut gemacht, also gefällt mir. Ja? Und auch die Story, die ist spannend. Ja? Mhm. Hat was. Leute, hat was. Leute, wenn ihr mehr davon sehen wollt, guckt euch weiterhin das an. Ich weiß nicht, hast du in der Woche noch mal Zeit? Weil bis nächsten Freitag zu warten natürlich ist nicht so das Bedürfnis. Nee, das schaffe ich diese Woche wirklich nicht. Ah, okay, gut. Also Leute, ihr müsst halt eben dann diesen Cliffhanger bis nächste Woche Freitag dann mit ertragen. Wir wünschen euch bis dahin noch einen schönen Abend. Feiert noch schön euer Geburtstag mit rein oder genau. Feiert weiter. Ja. Oh Gott. Und noch schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Ciao. Bis hier.